Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Hangar in Star Citizen. Ja, es ist wie immer noch die Alpha und so viel Zeit ist ja nun momentan auch noch gar nicht vergangen. Ich wollte allerdings schon mal ein paar Neuerungen bzw. Fixes zeigen, die es ja damals noch gab. Unter anderem hatten wir ja auch den netten No-Clip-Bug, wenn man so möchte. Dafür gibt es jetzt neue, wie zum Beispiel diese nette Wand hier. Die gibt es aber auch nur in diesem Hangar, muss man dazu sagen. Und ist aber auch zum Glück nur die Seite. Und da kommen wir auch schon gerade zur nächsten Neuerung. Die will ich aber am besten von der anderen Seite zeigen. Und ein paar Kleinigkeiten möchte ich halt so zeigen. Unter anderem hat diese Table hier noch ein Feature, aber dazu kommen wir gleich. Unter anderem gibt es jetzt halt dieses nette Feature. Ich habe nichts anderes gedrückt, aber er geht jetzt automatisch in die dritte Perspektive und läuft jetzt auch so schön. Also recht geil, muss man dazu sagen. Und ich muss dann auch. Jetzt macht das Warten da nämlich auch einen Sinn. Das mit den Füßen kennen wir schon. Okay, dass er jetzt so lustig da so slidet, das habe ich jetzt noch nicht so beachtet. Aber ja. Das Schiff ist wie immer noch dasselbe und der Hintergrund sieht jetzt richtig geil aus. Wie gesagt, es fehlen jetzt hier ein paar Stücke. Das sind jetzt bekannte Bugs. Wir sind jetzt momentan bei Patch 2. Der Patch 2 war allerdings nur ein Launcher-Update. Für die kommenden Updates ist das halt wichtig gewesen. Und die anderen Dinge, die ich jetzt eigentlich zeige, sind aus dem Normalen. Unter anderem gibt es jetzt halt diesen netten Tisch hier, der eigentlich recht geil ist. Wenn wir den jetzt öffnen, kriegen wir nämlich so eine nette Ansicht. Mit Tab kann ich jetzt halten und hier so richtig rumwischen, sag ich jetzt mal. Kann mein Schiff auswählen. Und das sieht jetzt hier, wie man sieht, gerade ein bisschen merkwürdig aus, aber das hat alles so seine, bis jetzt zumindest, glaube ich, zumindest eine Richtigkeit. Mit der rechten Maustaste kann ich es rumziehen, wie ich Lust dazu habe. Und wenn ihr noch ungefähr jetzt gerade eine Erinnerung habt, wie mein Schiff aussah, dann wisst ihr jetzt gleich, wie es aussehen wird. Ein Frachtraum, wie ihr seht, habe ich nicht. Aber wir haben jetzt mal einfach alles abgenommen. Bestätigen das jetzt einfach, indem wir den Table schließen und auf einmal sind die Waffen weg und unser Schiff ist nackig. Man kann jetzt sogar reingucken. Auch nicht schlecht, oder? Ja. Das ist so die Neuerung an die Sachen. Sind mehr oder weniger kommen noch Echtzeit dazu. Der Sound, den finde ich sowieso schon geil. Schiff rauswählen. Und jetzt machen wir einfach. Gucken, kann ich das machen? Nee, ich kann die nur an bestimmte Stellen kann ich meine Waffen setzen. Hier, die an den Stellen sind beispielsweise, was sind da für Waffen erlaubt? Hier sind Missile Racks, okay. Kompatibel mit Waffen, okay. Ja, okay. Da, an denen kann ich jetzt noch nicht so viel machen, aber passiert. So, und jetzt, wenn wir zum Beispiel. Kann ich den Frost eigentlich schon wieder reinsetzen? Ja, den kann ich schon beispielsweise wieder reinsetzen. Verzeihung, Leute. So, hier ist die Power. Die Waffen haben wir. Waffen sind natürlich wichtiger als irgendwelche Energie oder so. Das muss euch klar sein. Und jetzt lassen wir das doch einfach mal so. Und dann haben wir hier hinten noch schon wieder was Nettes drin, wie man sieht. Das nette schwarze Ding jetzt hier. Das reicht uns aber nicht. Wir brauchen, glaube ich, noch irgendwas, damit wir auch losfliegen können. Und das Coole ist, ich kann es auch von beliebiger Entfernung halt aus steuern. Das ist auch recht geil. Ist nur momentan, finde ich, ein bisschen laut und die Handhabung ist dann doch auch noch etwas kniffliger. Ich muss halt doppelt auch Tabs drücken, damit ich das Schiff halt stabilisiere. Ein weiteres Update, sage ich jetzt mal. Oh, was haben wir denn hier? Hier haben wir. Ach, für Thruster. Machen wir doch mal den. Vorne eine Waffe ran. Die ab. Power. So, das haben wir jetzt alles drin. So, und jetzt sieht man, jetzt haben wir vorne unser dickes Wäffchen. Ja, durch den Bug hier hinten sieht das natürlich jetzt nicht immer so schön aus. Von der Seite sieht das aber recht geil aus. Hier haben wir auch so eine Steuerdüse, wie man gerade sieht. Die werden auch später sich alle genauso bewegen, wie sie müssen, damit sich das Schiff genauso bewegt, wie es soll. Cooler Satz. So, jetzt werde ich aber das Schiff wenigstens wieder auf Standard zurücksetzen. Es geht zwar jetzt nicht so ohne weiteres, das heißt, nicht alles wieder hier rausfriemeln, aber jetzt haben wir es ja schon fertig.
Und ich kann jetzt auch theoretisch weggehen. Die Waffe ist immer noch da. Jetzt können wir mal kurz gucken, ob ich das klappt. Wir nehmen jetzt mal ganz kurz doch nochmal was weg. Und zwar den Thruster. So, ich möchte jetzt nämlich sehen, wie das Abgehen aussieht. Ah, okay, da passiert einfach nichts. Ach, ist einfach nur weg. Okay. Gut, setze ich jetzt einfach nur noch schnell wieder ran. Dann, ja. Währenddessen kann ich euch ja wenigstens noch was anderes erzählen. Und zwar... Oh, ich hätte vielleicht mal mein Schiff auswählen sollen. Und zwar werde ich... mein Package, das ich mir geholt habe, werde ich upgraden. Das läuft da sehr interessant auf der Seite, sage ich jetzt mal. Aber muss halt, ist halt anders nicht wirklich machbar. Und damit habe ich auch wirklich, ehrlich gesagt, nicht wirklich ein Problem. Und zwar, ich werde zur Freelancer wechseln. Das wird mich zwar nochmal ein paar Tacken kosten, aber ehrlich gesagt gönne ich mir das. Einfach nur, weil ich das Schiff geil finde und weil ich das Spiel jetzt schon geil finde. Und dabei kann ich noch nicht mal wirklich viel machen. Außerdem mag ich den Hangar. Den Hangar könnte ich zwar auch so upgraden. Das kann man schon einfach so machen. Ja, jetzt laufen wir in der Luft. Jetzt gibt es auch diesen No-Clip-Bug nicht mehr. Habe ich ja vorhin, glaube ich, schon erzählt. Nur jetzt gibt es... Laufe in unsichtbarem Bug. Ah, jetzt laufe ich schon wieder rein. Ja, das war es eigentlich auch schon mit diesem Video. Eigentlich habe ich alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Halt das Upgrade jetzt auf eine höhere Version. Und die Patch-Sachen, das werde ich jetzt regelmäßig machen, wenn es wirklich in-game signifikante oder doch interessante Neuerungen gibt. Die werden auch alle, so wie dieses Video, halt auch mit Kamera laufen. Und ja, dann hoffe ich euch... Wollen wir nochmal kurz rein ins Schiff? Ne, da hat sich ja nichts geändert, außer halt eine Sache, aber die ist mir so selbst nicht aufgefallen. Von daher kann ich es weglassen. Ja. Dann hoffe ich, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns das nächste Mal in einem hoffentlich nicht so verbuggten Hangar. Ob ich da schon das Update gebracht habe zum... Oh cool, ich kann jetzt hier Bugarts machen. Hui! Na, auf jeden Fall... Ob wir das nächste Mal uns schon in dem Business-Hangar sehen, weiß ich noch nicht. Aber das kommt schon noch. Dafür habe ich ja noch Zeit. Und da ich meine ganzen Sachen, die ich dazu als Vorbesteller sowieso jetzt schon bekommen habe, auch behalten werde, ist das sowieso geil. Damit verabschiede ich mich, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.